Hallöchen, weiter geht's in eine neue Runde oder besser gesagt Folge von Pioneers of Pagonia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mich startet heute eine neue Aufnahmesession und ich bin gespannt, ob ich das alles noch hinbekomme, aber ich denke doch, dass wir hier die letzten Aufgaben auch noch gewuppt bekommen. Wir wollten uns heute um die Münzprägerei kümmern. Ich schau mal kurz, was die uns kostet. 10 Werkstein, 8 Nadelholzbalken und 2 Zahnräder. Ja, easy, kein Problem, haben wir. Frage ist nur, bauen wir die hier noch irgendwo mit hin? Schließlich haben wir hier hinten auf jeden Fall die Erze. Ich denke, das ist nicht verkehrt, oder? Wenn wir die hier hinpacken. Ja. So. Haben wir die Münzprägerei. Die Münzprägerei gibt uns Kupfermünzen und Silbermünzen. Ich weiß noch nicht so richtig. Es gibt ja noch eine Kunstschmiede. Irgendwoher müssen wir ja noch Smaragde bekommen. Da habe ich noch nicht so ganz... Baut man die zufällig dann einfach nur mit ab? Oder wo bekomme ich Smaragde her? Da muss ich die mir erhandeln. Aber wir haben ja hier kein anderes Dorf auf der Karte. Naja, wir schauen mal. Ich kann ja mal auf der Map ein bisschen rumgucken. Aber... das ist Kupfer. Ist das hier? Kalk. Weil es gibt ja jetzt hier kein Smaragderz-Vorkommen. Vielleicht bekommt man Smaragd, wenn man noch mehr Münzen schmilzt oder so. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal, was das Spiel uns sagt. Bisher wurden wir ja sehr gut angeleitet. Also, die gehen zur Münzprägerei. Ich soll übrigens noch ein Steinmetz und noch ein Sägewerk bauen. Und noch eine Schmelzhütte. Könnte ich halt jetzt hier hinten auch hinsetzen. Ich meine, wir haben jetzt hier frei. Was war's? Ein Steinmetz... Okay, Sägewerk macht hier hinten keinen Sinn, obwohl... Könnten hier noch eine Fürsterhütte hin? Obwohl, unser Gebiet endet hier. Fürsterhütte macht hier keinen Sinn. Hier, ich meine... Holzfällerhütte. Aber da... Den Steinmetz können wir hier hinten hinsetzen. In der Hoffnung, dass wir hier einen Weg... Wartet mal, das musste ich vielleicht vorher mal testen. Es geht... Steinmetz. Ich meine, die Wege sind eh schon lang. Ja, dann können wir den jetzt auch so hier hinsetzen. So, dann haben wir schon mal zwei Bauprojekte am Laufen. Machen wir hier noch ein bisschen zu. Sägewerk. Ich meine, wir haben ja hier schon so ein bisschen Wald. So ist es nicht. Dann bauen wir hier oben noch ein Sägewerk hin. Unser Lederlager ist fast voll. Ich muss sagen, ich finde Lederlager immer noch ein sehr...
lustiges Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich finde, das ist ein sehr lustiges Wort. Ja, also unsere Eisen- und Silberbahnen vermehren sich auch, das ist auch gut. Wir haben noch Bären, wir haben noch Rationen, wir haben. Warte mal, welche? Haben wir überhaupt noch einen aktiven Wachturm gerade? Der andere war hier oben irgendwo. Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich noch weiter mein Gebiet ausbauen sollte. Oder ob das jetzt eigentlich. Man könnte hier noch ein bisschen, weil ich nicht weiß, was wir noch bauen müssen. Geht mal hier in die Richtung. Und ihr könnt ein bisschen Grenzsteine produzieren. So. Ich meine, hier oben, hier sind Wertsachen. Können wir tatsächlich aus den Münzen dann noch Diamanten machen? Zauberholzharfe? Goldenes Pferd? Sind das die Dinge, die wir dann brauchen, falls wir auf so eine magische Insel kommen? Ah, goldenes Pferd klingt gut, warum auch immer ich das brauche. Aber es klingt gut. Hier sind wir bald fertig. Wie sieht es hier oben aus? Zimmerer sind unterwegs. Wie geht's los? Wird Land eingenommen. Ich könnte ja in dem Wachposten hier unten jetzt. Wir haben doch hier Veteranensoldat ausgerüstet. Ich hier mal einen. Nee, kann ich nicht. Warum auch immer. Aber vielleicht lerne ich das ja noch. Okay, Münzprägerei. Nachbar Kupfer und Silbermünzen. Ich denke nicht, dass ich jetzt hier schon ein Lager für unsere Münzen hinbauen muss, oder? Guck mal hier noch ein bisschen zu. Ich habe sonst nichts, was ich überwachen müsste. Wir könnten mal wieder ein Zahnrad machen. Gibt immer ein bisschen was zu tun. Seile haben wir genug. Das mit dem Flachs passt hier auch gerade ganz gut, dass wir immer so einen Grundbestand an Flachs haben. Sehen, da sind Münzen geflogen. Oder müssten die nicht eigentlich hier?
ersten Silbermünzen. Es geht aber schnell. Aber das ist doch eigentlich jetzt Silber. Das, was er gerade gemacht hat, war doch Kupfer. Warum sind da Silbermünzen draus geworden? Los, bringt die ersten Kupfermünzen. Ich warte doch hier extra. Hm. Hä? Aber das sind doch jetzt Silbermünzen. Achso, wir hatten schon Kupfermünzen. Upsi! Ja, okay, macht ihr mal. Ups. Da habe ich Mist erzählt. So, was könnt ihr jetzt machen? Erstmal gar nichts. Die nehmen hier drüben... hat kein Land ein. Ich glaube, die holen gerade neue Grenzsteine. Aber, ja, neue Grenzsteine geholt. Cool. Was haben wir zu tun? Ein Sägewerk bauen. Das macht halt nur hier drüben Sinn. Kann ich das hier hinbauen? Hier ist ein schöner Fleck, würde ich sagen. Ich glaube, so ein Forsthaus würde noch mehr Sinn machen. Ich habe hier eigentlich schon eingestellt, bitte Nadelholzstämme. Naja, mal gucken. Ja, jetzt ist das auch im Gange. Dann sollen wir noch eine Schmelzhütte bauen. Die arbeiten. Können wir hier noch irgendwas tun? Dann brauchen wir Rüstungen. Hier machen wir... die Werkzeuge. Eisenschild und Kettenrüstung. Wollen wir noch mal die normale Rüstung gemacht? Hier? Lass die mal zwei Rüstungen machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch tun soll. Ihr merkt das, ne? Ich bin ein bisschen ideenlos, weil ich muss ja auf nichts aufpassen aktuell. Das läuft ja hier einfach. Ihr habt schon wieder Warenausgangslager voll. Ja, das ist bitter. Ne, das sind die Silberbahn. Hier ist ja auch eine Mietz. Zement brauchen wir. Ach, ich lasse mal noch ein bisschen Zement machen.
Warenausgangslager voll. Oh, brauchst du ein Rationslager? Das ist ja ungünstig. Aber die kümmern sich schon. Ich meine, hier kam ja wieder mehr dazu. Das passt schon. Ich geb dem mal. Macht mal Urlaub. Wir haben ja da oben, da hier irgendwo noch einen Jäger. Mach ich dem hier noch Lager hin. Wildschweine gibt's ja keine. Da ist hier Hase. Und hier ist Reh. Ich denke, das ist ganz gut. Könnt ihr hier oben noch ein bisschen was lagern, weil unten ist voll das Lager. Unser Dorf hat schon 867 Einwohner. Ich könnte noch ein paar Häuser bauen, aber da muss ich hier so in das Jagdgebiet von unserem Hasenjäger. Das ist ja eigentlich auch egal, oder? Es kostet noch mal 3 die schlechte Bauplanung hier bei mir. Hier passt auch nur ein. Guck mal, dann ist da Platz für 25 Leute. So, Sägewerk ist ready. Aber wir brauchen das nicht. Und so, ihr arbeitet hier. Schon fast fertig mit den Aufträgen. Ihr habt auch schon eins fertig. Eigentlich könnten die jetzt auch Leder nehmen. Wir haben ja jetzt Leder. Weiter brauche ich gerade keine. Boah. Boah. Produktion abgeschlossen. Okay. Warum noch eine Schmelzhütte? Wisst ihr was? Ich reiß das Ding hier mal ab jetzt. Ich dafür was. Warte, was kostet eine Holzfälle? Bitte. Kostet Nadelholzstamm. Wie will ich jetzt Nadelholzstamm zurück? Ich habe 74. Gut. Dann kann ich hier nämlich noch eine Schmelzhütte hinsetzen. Kostet auch wieder 12 Nadelholzbalken. 8 Werkstein. Nein, ich kann das trotzdem hier nicht hinsetzen. Dann halt da. Wir können auch noch ein bisschen Werkstein wieder mitmachen. Obwohl, warte. Ihr macht Werkstein. Ihr macht Grenzsteine. Dann ist da auch mal ein bisschen was.
in Arbeit. Und ich habe übrigens festgestellt, auf dem Sumpf kann ich nicht bauen. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht gibt es da später irgendwie Lösungen für. Hier stehen immer zwei Leute davor, und aber einfach ineinander. Bei den großen Häusern. Hier steht jetzt nur eine, die gerade nichts zu tun hat. Bei den großen Häusern stehen immer zwei Leute ineinander. Hallo, hier ist Zukunftskupfermünze. Ich möchte an dieser Stelle diese Folge hier jetzt beenden. Mitten im Geschehen. Aber es hat seine Gründe. Kurzes Tschüss von mir. Wir sehen uns sehr gern morgen in der nächsten Folge wieder, falls ihr Lust habt. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.